Und ich weiß nicht, ihr habt es vielleicht gesehen, in unserem Infokanal haben wir es auch mit verbreitet. Über den Jan ist eine Doku gedreht worden. Und vor, ich weiß gar nicht, vor wie viele Wochen war, ich glaube 3 oder 4 Wochen war, der Regisseur und Filmemacher, der diese Doku produziert hat, bei uns auf der Mahnwache und hat uns damals noch auf dem Postplatz ordentlich Mut zugesprochen. Und er hat natürlich, als er gehört hat, dass wir heute die 100. Mahnwache durchführen, hat er sich angeboten, heute nochmal nach Bautzen zu reisen. Und deswegen freue ich mich ganz dolle auf den Alexander Tuschinski. Und ja, ich denke, er hat mit seiner Doku über Jansson King für die gesamte Bewegung in Sachsen einen großen Dienst gemacht. Und er hat darum gebeten, noch vorm Spaziergang ein paar Worte an euch richten zu dürfen, weil er möchte gerne immer Mut verbreiten und deswegen schätzen wir ihn auch so. Und ich übergebe jetzt einfach mal dir das Mikro, Alex. Ja, danke für die nette Begrüßung. Und es ist mir immer eine große Ehre, hier zu sein. Das letzte Mal, als ich hier war, hatte ich ja meine Rede damit begonnen, dass Solidarität niemals politisch gefordert werden darf. Also praktisch, wenn die Politik will, dass jemand aus irgendwelchen politischen Zielen verarmt, friert oder sich Medikamente verpassen lässt. Wenn man das freiwillig macht, ist alles gut, aber man darf es nicht verlangen. Daraufhin schrieb mich jemand an und schrieb mir so eine ganz hässliche Nachricht von wegen unsolidarisch. Ihr wisst ja, was oft vom Mainstream kommt. Und dann habe ich mal überlegt, was finde ich eigentlich an unseren Demos deutschlandweit so unglaublich inspirierend. Wisst ihr, seit 2020 habe ich gemerkt, wie groß die Solidarität unter den Menschen eigentlich ist. Wir waren und sind solidarisch mit allen, die aus Corona und impfpolitischen Gründen diskriminiert worden sind. Und wir sind solidarisch mit allen Menschen des Mittelstandes, des Handwerks, der Landwirtschaft, die unter den Energiepreisen der Politik leiden. Und diese Solidarität, die wir zeigen, auf die können wir stolz sein. Jawohl. Es ist mir eine besonders große Ehre, hier zu sprechen bei der 100. Mahnwache, weil die sächsische Demokultur, ich komme aus Stuttgart und wir haben uns immer wieder Videos aus Sachsen angeschaut, auch als es mit 2G ganz schlimm war. Und ihr habt uns wirklich inspiriert. Und ich habe mich gefragt, was bringen unsere Demos eigentlich? Weil es ist jetzt die 100. Ich bin mir sicher, manche haben auch gehofft, dass es schneller vorbei sein wird, dass man weniger Demos braucht. Aber ich denke, was wir hier bringen, ist zum einen, dass wir alle Gleichgesinnte finden. Wir sehen, dass wir viele sind. Und wir machen den Menschen Mut, die sich noch nicht trauen, auf die Straße zu gehen, dass sie sehen, es gibt Menschen, die so denken wie sie. Jawohl! Und wisst ihr, hier in Sachsen sind oft viele recht große Demos, regelmäßig montags. Ich spreche auch sehr, sehr oft in Baden-Württemberg, ich komme aus Stuttgart, da sind kleinere Demos. Und dann fragen sich Leute immer, ja, was bringt das eigentlich? Und ich denke, es bringt was, der stete Tropfen höhlt den Stein. Dadurch, dass wir ganz deutlich und laut und respektvoll und friedlich unsere Meinung im Rahmen des Grundgesetzes sagen, sorgen wir dafür, dass Politik und Medien nicht so tun können, als ob alle einverstanden sind. Und wisst ihr, es gibt für mich keinen schöneren Weg, das Jahr 2023 zu beginnen, als jetzt hier zu stehen und so viele Menschen zu sehen aus allen möglichen gesellschaftlichen Schichten, mit allen möglichen Hintergründen, mit allen möglichen Gedanken. Und wir sind alle vereint, dass wir Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung wichtig finden. Und das ist eine so tolle Gemeinschaft, die sich hier bildet. Nicht nur hier in Bautzen, sondern in ganz Deutschland auf vielen verschiedenen Demos. Und wisst ihr was, ich finde es viel stärker,
wenn in 100 Orten jeden Montag eine Demo ist mit meinetwegen 100 Teilnehmern, als wenn einmal im Jahr irgendwo eine große Demo mit 100.000 ist. Weil dadurch, dass wir beständig zeigen, dass wir dranbleiben, kriegen wir es hin, dass unsere Meinungen auch immer wieder zu Gehör gebracht werden. Keiner kann so tun, als seien das nur irgendwelche komischen Meinungen, die man im Internet liest. Sondern wir sehen hier ganz normale Bürgerinnen und Bürger, die deutlich sagen, was sie denken. Und das ist so wichtig, damit diese Demokratie funktionieren kann. Und wisst ihr, ich bin Filmregisseur, das wird ja auch angekündigt. Und etwas, was ich denke, was ein unglaublich guter Effekt dieser Zeit ist. Es gab in dieser Zeit unglaublich viel Schlimmes. Ich bin ein sogenannter Ungeimpfter, wie viele andere hier. Ich lehne aber tatsächlich persönlich diese Einteilung ab, weil das ist so eine Spaltung, die auch nicht funktioniert. Wisst ihr, mir ist es egal, ob jemand ein Arzneimittel nimmt oder nicht und vielleicht auch nicht mal freiwillig genommen hat. Was für mich zählt, ob sich ein Mensch anständig verhält. Und da ist vollkommen egal, ob geimpft oder ungeimpft. Alles, was zählt, ist die Einstellung. Ich habe das so gerade erwähnt, ich bin ein sogenannter Ungeimpfter, also ich habe auch die Diskriminierung und Ausgrenzung erlebt, diese ganze schlimme Zeit. Aber ich denke, etwas Positives, ich versuche immer das Positive an allem zu sehen, auch an der schlimmsten Zeit. Wir haben hier wirklich, finde ich, eine Grunderneuerung der Demokratie, die wirklich ganz wichtig ist. So viele Menschen kommen zusammen, die sich vorher nicht kannten, führen Gespräche, wie kann eine Gesellschaft zusammenleben. Ich weiß noch, in den Spaziergängen im Dezember 21 redeten wir über Freiheiten, Grundrechte, das ist alles so unglaublich wichtig. Und für mich als Filmemacher ist was ganz Interessantes passiert. Wisst ihr, vor 2020 habe ich mit ein paar Fachleuten Gespräche gehabt über Dokumentarfilme. Wie kann ein Dokumentarfilm die Wirklichkeit abbilden? Wie können Nachrichten die Wirklichkeit abbilden? Und plötzlich, jetzt nach diesen Jahren, spreche ich auf Demos mit Bürgerinnen und Bürgern, die noch gar nicht viel mit Filmen zu tun hatten. Und wir reden über Framing, über Schnitt und wie man Nachrichten manipulieren kann, wie man sie besser konsumieren kann. Und ich glaube, wir sind hier eine große Menge von Bürgerinnen und Bürgern, die wirklich demokratisch interessiert sind und immer mehr durchschauen, wie manipuliert werden kann. Und das ist für die Demokratie das Allerbeste, dass sich das immer weiter verbreitet. Und es wird auch gelingen, dass dieses Schlamassel überwunden wird. Und bis jetzt zum Abschluss würde ich noch sagen, ein ganz positiver Effekt dieser Demos. Ich habe neulich mit einer älteren Dame gesprochen bei einer Demo, die hat sich das allererste Mal auf die Straße getraut, vor ein paar Wochen. Die ist auch ungeimpft, aber dachte immer, das sind doch irgendwie so komische Leute da draußen, hat sie von den Medien mitbekommen. Und dann meinte sie aber, irgendwann war jemand aus ihrer Verwandtschaft auch bei einer Demo und hat ihr Mut gemacht. Und ich denke, je mehr wir auf der Straße sind, desto mehr Menschen sehen uns, desto mehr Menschen verlieren die Ängste mitzugehen und desto mehr wird es normalisiert und desto weniger funktioniert es, uns irgendwie negativ darzustellen. Das heißt, wenn wir nur durchhalten und Woche für Woche friedlich und bestimmt im Rahmen des Grundgesetzes zu unserer politischen Meinung stehen, dann kann dieses Diffamieren so nicht weitergehen, diese Dynamik wird enden. Und vielleicht noch zum Abschluss etwas, das habe ich schon einmal gesagt, aber ich finde es immer wieder wichtig, weil dieser Begriff links und rechts, das taucht ja immer wieder auf in den Medien und ich kann es nicht mehr hören und ich bin sicher, uns allen geht es so. Und ich habe Geschichte studiert, ich arbeite als Filmregisseur, aber ich habe auch Geschichte studiert, deshalb bin ich da ein bisschen altmodisch, aber wisst ihr, linke Politik, klassisch linke Politik, ist im Interesse der normalen, arbeitenden Bevölkerung. Und da frage ich mich, ist diese Politik, die wir heute haben, klassisch links, wenn man nach der Definition geht? Ja. Und wenn ich denke, wenn wir für den Frieden sind, wisst ihr, Kriegspolitik schadet der normalen, arbeitenden Bevölkerung auf der ganzen Welt und deswegen sind wir für den Frieden und was soll denn daran bitteschön rechts sein? Und dann freue ich mich jetzt auf den Aufzug und es ist mir eine große Ehre, hier zu sein, mit so vielen Bürgerinnen und Bürgern.
aus allen Bereichen des demokratischen Spektrums, die im Rahmen des Grundgesetzes zu ihrer Redefreiheit stehen. Wir alle kriegen es hin, dass das Jahr 2023 besser wird als 2022. Und ich denke, wir schaffen das. Vielen Dank. Danke, Alexander. Das ist sowieso alles Quatsch. Weil all das, was du gerade gesagt hast, das hat mit links und rechts nichts zu tun, egal wie man es definiert. Hat einfach was mit Menschlichkeit, mit gesundem Menschenverstand, mit Miteinander, mit Liebe, mit Nächstenliebe und solchen Dingen zu tun, die jeden Menschen inne sind und die einfach jeder auch ausleben will. Und das machen wir hier und dafür stehen wir hier. Und diese Begriffe, die sollten wir einfach alle mal begraben, weil die sind Spaltung in sich.